meine Stadt, meine Show, mein Stylist, meine Gabi, mein Kopf, meine Gäste, mein Love. Hallo, herzlich willkommen, endlich geht's los. Mein Loft, die Weibershow. Ah, bin ich aufgeregt. Wir haben ganz, ganz viele tolle Themen, die wir heute besprechen werden. Wir werden stylen, wir werden kochen, wir werden Make-upen sozusagen, wir werden natürlich tratschen und wir haben einen phänomenalen Gast, Kathi Karrenbauer. Herzlich willkommen. Dankeschön. Wie geht es dir? Du, mir geht es gut. Die Sonne scheint, die Vöglein singen. Also da kann es einem doch nur gut gehen eigentlich. Ja, ne? Wie ist es, wenn ich jetzt gesagt hätte, Walter? Dann hätte ich gesagt, das? Charlotte, ja, dann hätte ich gesagt, du, wir kennen uns schon so lange, du weißt meinen richtigen Namen. Ja. Nervt das? Das ist ja immer, ist alles immer zweischneidig. Also wenn jetzt die Leute nach 7 Jahren, das ist ja schon 7 Jahre eingestellt. 7 Jahre her, ne? Wenn jetzt die Leute sagen Walter, dann weiß ich einfach, die gucken das auf Sky. Aber das sind nicht mehr die Fans von früher. Ja. Man hat das 10 Jahre gemacht und ich mag es ganz gerne, auch wenn man mal Kathi zu mir sagt. Ja, oder? Aber es ist trotzdem eine Rolle, mit der du dich gerne identifizierst. Und ich meine, man darf ja auch nicht vergessen, es wird ja immer, ich meine, wir kennen es ja, die Presse schreibt ja lieber das, was irgendwie schlecht ist. Aber man darf ja nicht vergessen, du bist immer noch für den Deutschen Fernsehpreis nominiert worden damals. Für die Rolle als Walter auch. Also es war schon ein Riesenerfolg. Wir waren noch mal fürs Bambi nominiert und dann passierte das aber gar nicht mehr und wir flogen aus der Hölle zu raus, war das damals ja. Also viele hatten riesige Probleme mit dem Format. Das hat man ja auch bei den Werbequoten gesehen, also dass da viele nicht bereit waren, im Umfeld von Hintergittern ihre Werbung zu schalten. Aber du hast ja ein turbulentes Leben gehabt und das Neueste, was du jetzt gemacht hast, was ich finde, das total verschwunden ist, irgendwie Sky Atlas, das darf man nicht vergessen, da hast du ja eine Nebenrolle gehabt, ne? Ja, Nebenrolle. Ich habe einen Gastauftritt gehabt. Wie kam es dazu? Erzähl mal. Also wie kommt man in eine Hollywood-Produktion? Weil als deutsche Schauspielerin, das ist ja nicht tagtäglich. Nee, das ist nicht so üblich. Aber viele Deutsche werden ja angefragt, weil die Produktionen ja ganz oft auch in Kombination mit Deutschland stattfinden. Und Cloud Atlas ist ja wirklich eine deutsche Produktion. Ja. Und ganz normal, ich wurde für ein Casting angefragt von Simone Beer und ich hatte aber keine Zeit, weil ich zu dem Zeitpunkt in Trier Theater spielte, im großen Amphitheater. Und dann sagten die, ja, aber das muss irgendwie montags hier auf dem Tisch sein. Und dann habe ich dort einen Werbefachmann angesprochen, von dem ich wusste, dass der eine Red hat. Eine Red ist eine riesig tolle Kamera. Und dann habe ich den angefleht, mit mir einfach eine Castingszene zu drehen. Die habe ich dann selbst inszeniert. Ja. Und dadurch, dass ich eben vor Ort auch einen Schwertkampf hatte, den habe ich dann also auch mit dem Kollegen dann gemacht. Jetzt muss man aber dazu sagen, das ist natürlich nicht besonders schnell, ne? Weil 3,5 Kilo hat das Schwert. Also das war schon sehr aufregend und das konnte man auch nicht schneller schneiden. Ja. Und dann ging das Ganze, dann habe ich das auf den Server geladen und habe das dann an die Agentur, also an die Castingagentur geschickt. Und dann haben sie mich daraufhin genommen. Du bist ja eine der deutschen Schauspielerinnen, die auch dafür bekannt ist, dass sie alles sehr offen legt, dass sie immer sehr ehrlich ist und sehr offen über alles sprichst. Und hast vor einigen Jahren ja auch Privatinsolvenz angemeldet. Richtig. Und warst auch einer der wenigen, die damit tatsächlich auch rausgegangen ist und gesagt hat, so ist es bei mir, so sieht es bei mir aus. Ich habe im Moment nicht die Kohle, das und das ist passiert. Und dann bist du ja ins Dschungelcamp, glaube ich, gegangen, hast das auch gesagt. Genau. Du machst das nicht nur für die geistige Entwicklung und zu gucken, wie weit kommst du da, sondern genau, für die Kohle nur, halt Penis auch. Zu essen. Ne? Genau. Penis in diesem Fall. Penis kriegst du auch privat serviert, von daher, bist du eigentlich verliebt? Bitte? Bist du eigentlich verliebt, apropos? Ja, es gibt immer noch natürlich Leo, den Gladiator, auch wenn das keiner glaubt. Doch, den gibt es noch in meinem Leben. Man sieht sich nur halt viel zu selten. Wieso glaubt das keiner? Ja, weil ich glaube, dass es eher ungewöhnlich ist. Eine Beziehung in Anführungsstrichen ist es ja nicht wirklich. Sondern da sind zwei Menschen, die sich sehr gern haben und sich freuen, wenn sie sich sehen. Das ist doch auch gut, ne? Muss doch jeder für sich dann rausfinden. Genau. Absolut. Du hattest, worauf ich zu sprechen kommen wollte, du hattest da natürlich eine schwere Zeit. Das versteht jeder, der auch wenn man es selbst nicht erlebt hat. Wie kamst du aus dieser Zeit raus? Wie hast du es geschafft, immer noch die strahlende Kathi zu sein und nicht unterzugehen? Also wie es bei manch anderen passiert? Ich glaube, das ist ein Grundkonzept bei mir, dass ich von Anfang an, mein Weg war ja sehr steinig, von Anfang an wirklich bei der Schauspielschule zweimal durchgerasselt. Dann wurde meine Leiterin der Schauspielschule die Schauspielschule weggenommen. Dann bin ich mitgegangen. Also ich bin da ja auch immer so ein treuer Hund und da geht es ja sehr viel um Tradition, um Wahrheit, um Wahrhaftigkeit. Mein Handschlag gilt. Mhm. Ich möchte morgens in den Spiegel gucken können. Und was ich immer hatte, ist, dass Aufgeben einfach nicht gilt. Okay. Es gibt viele Menschen, die sich das Leben genommen haben, auch in meinem Umfeld, die einfach nicht weiter wussten. Und ich weiß auch, wie sich das anfühlt, aber ich gehöre einfach nicht zu denen. Ich habe das auch mal ganz offen gemacht. Als 18-Jährige wollte ich mir das Leben nehmen. Und seitdem gibt es nichts Schöneres als dieses Leben. Und ich habe einfach in den letzten Jahren viel zu viele Freunde zu Grabe getragen.
teilweise ja wirklich bis zum letzten Atemzug. Ich habe dann wirklich wochenlang im Hospiz mitgelebt und bin jeden Abend nach der Arbeit ins Krankenhaus gefahren und habe auch dort geschlafen und bin morgens vom Krankenhaus aus wieder zur Arbeit gegangen. Und ich habe dabei so viel gelernt über den Tod und über das Leben. Und ich bin heute, wenn ich nur irgendwie denke, es geht gerade im Moment nicht weiter und ich weiß nicht wie, ja, dann denke ich an die Freunde und denke, Mensch, jeder von denen würde gerne mal eine Minute mit mir tauschen. Oder ja, vielleicht ein Stündchen hier sein und sagen so, ach, die Schwierigkeiten der Karrenbau hätte ich jetzt auch gerne. Und dann gehst du raus und bist gestärkt und machst klar weiter. Aufgeben gilt nicht, ne? Hinfallen, danke, Frau. Aufstehen, Krone richten, weitergehen. Das genau, ist das so sieht's aus. Schön. Möchtest du ein bisschen gleich mitkochen? Sehr gerne. Ja, hast du Lust drauf? Ein bisschen stylen, das werden wir gleich von Basti erfahren. Okay. Dann noch ein bisschen stylen, ein bisschen Make-up machen. Ja. Und du kriegst auch noch so einen kleinen Makeover. Ein Makeover. Für dich vorbereitet. Mal, das kann ich doch gebrauchen, nachdem ich noch gestern vieles schon mehr gehört habe. Ich sollte unbedingt mal was anderes anziehen. Auf jeden Fall. Bis gleich.